Wir wissen Dinge über die Zombie-Apokalypse dank Filmen, Videospielen und Science-Fiction-Literatur. Langsame oder schnelle Zombies wandeln durch die Straßen verlassener Städte auf der Suche nach frischer Nahrung. Und Überlebende vereinen sich in kleinen Gemeinschaften und versuchen, eine neue Welt aufzubauen. Aber was, wenn eine echte Zombie-Apokalypse überhaupt nicht so ist? Stellen Sie sich unter Quarantäne gestellte Großstädte und Menschenmassen mit leeren Blicken vor. Sie berühren niemanden, wirken harmlos und starren ins Leere, wirken abwesend. Es scheint, als ob sie sich nicht selbst kontrollieren und ihre Persönlichkeiten verloren haben. Dann beginnen sie, Laternenpfähle zu erklimmen. Die Menschen erreichen die maximale Höhe, kleben an der Metalloberfläche mit dem Klebstoff in ihrem Speichel und warten. Ein paar Stunden später beginnt etwas Weißes aus ihren Rücken zu wachsen und Pilzsporen in die Luft freizusetzen. Sporen fliegen über die gesamte Stadt, fallen auf nicht infizierte Menschen und dringen in ihre Körper ein, um die Kontrolle über ihre Gehirne zu übernehmen. So würde eine echte Zombie-Apokalypse aussehen. Und tatsächlich hat sie bereits begonnen. Nicht mit Menschen, sondern mit Fliegen. Eine bestimmte Art von parasitärem Pilz hat gelernt, den Verstand und das Verhalten von wilden Fruchtfliegen zu kontrollieren. Pilzsporen gelangen in den Körper des Insekts, erreichen dann dessen Nervensystem und zwingen es, bestimmte Handlungen auszuführen. Die infizierte Fliege gibt langsam die Kontrolle über ihren Körper an den Parasiten ab, der das Insekt von innen heraus auffrisst. Dann erreicht es das Gehirn der Fliege und beeinflusst es irgendwie. Wissenschaftler sind sich sicher, dass der Pilz eine merkwürdige Substanz absondert, die es ihm ermöglicht, die Neuronen der Fliege zu stimulieren und sie dazu zu bringen, ein bestimmtes Hormon freizusetzen. Dieses Hormon verursacht einen Anstieg der motorischen Aktivität. Das heißt, es macht die Fliege viel schneller. Das Insekt wird schnell und verliert das Interesse an seiner Nahrung. Bei Sonnenuntergang klettert es auf erhöhte Plätze, wie zum Beispiel ein Grashalm, und dann klebt es sich mit einer klebrigen Substanz, die aus seinem Rüssel austritt, an die Oberfläche. Der parasitäre Pilz erzeugt klebrigen Speichel, der es den Fliegen ermöglicht, sich selbst anzukleben. Nun kann die Fliege in keiner Weise mehr entkommen. Sie bleibt im Gras stecken, hebt dann ihre Flügel und der Pilz entlässt die Sporen durch ihren Rücken. Die Sporen fallen auf eine andere Fliege und durchdringen ihren Körper. Der Parasit kann ohne einen neuen Wirt nicht lange leben, weshalb es so entscheidend ist, dass er den höchsten Punkt erreicht und die Sporen so weit wie möglich versprüht. Aber Fliegen können nicht nur durch Sporen mit dem Pilz infiziert werden. Der Pilz dringt ein und infiziert die gesamte Hämolymphe der Fliege, also das Insektenblut. Wissenschaftler entnahmen Hämolymphe aus einer infizierten Fliege und transplantieren sie in eine gesunde. Bald begann auch diese zweite Fliege nach oben zu klettern. Der Parasit injiziert eine Substanz in das Blut, die das Verhalten der Fliege verändert. Aber die Wissenschaftler wissen noch nicht, um welche Art von Substanz es sich handelt. Sie haben wahrscheinlich schon von einem anderen Pilz aus der Gattung Cordyceps gehört, der die Kontrolle über den Geist von Ameisen übernehmen und sie in Zombies verwandeln kann. Der Parasit ähnelt dem Bösewicht, der Fliegen infiziert. Die Spore gelangt auf den Rücken der Ameise, dringt in ihren Körper ein, injiziert einen Cocktail von Chemikalien in ihr Nervensystem und zwingt sie, den Ameisenhaufen zu verlassen. Auch andere Ameisen können ihren Partner aus der Kolonie vertreiben, wenn sie Anzeichen dieser Krankheit bemerken. Dann klettert dieser einsame, infizierte Kerl auf einen Grashalm und beißt hinein. Von diesem Moment an kann er seine Kiefer nicht mehr lösen und wartet nur darauf, dass der Pilz aus seinem Körper wächst und Sporen freisetzt. In der Tat gibt es neben Pilzen viele Parasiten auf der Welt, die den Körper und Geist des Wirts übernehmen können. Es gibt Wespenlarven, die in Spinnenkörper eindringen. Es gibt auch eine Seepocke, die das Verhalten von Krabben steuert. Und Mäuse können sich mit einem Parasiten infizieren, der sie dazu bringt, in das Maul einer Katze zu springen. Unser Planet ist voll von Kreaturen, die eine Zombie-Apokalypse in der Welt von Insekten und Tieren auslösen können. Die Hauptfrage ist, können diese kleinen Kreaturen den menschlichen Geist übernehmen? Parasiten machen ihre Wirte nicht zu aggressiven Verteilern des Virus. Eine infizierte Ameise beißt nicht ihre Freunde in einem Ameisenhaufen und eine Fliege versucht nicht, andere Insekten zu essen. Das bedeutet, infizierte Menschen würden ruhig einige Hügel besteigen und Sporen von ihren Körpern freisetzen. Nicht so viel Spaß wie laufende Zombies.
aber es ist dennoch ein beängstigendes Schicksal für die Menschheit. Die gute Nachricht ist, dass solche Parasiten zumindest in der nahen Zukunft nicht in der Lage sein werden, unsere Gedanken zu übernehmen. Cordyceps, die Ameisen angreifen, könnten sich über Millionen von Jahren hinweg entwickeln, um die Fähigkeit zu erlangen, die Gedanken kleiner Insekten zu kontrollieren. Sie haben eine Chemikalie geschaffen, um nur das Nervensystem der Ameisen zu verändern. Es ist wie ein Schlüssel und jedes Lebewesen hat ein anderes Schlüsselloch. Den richtigen Schlüssel für den menschlichen Körper zu finden, ist viel schwieriger. Der Parasit könnte hunderte von Millionen von Jahren und vielleicht sogar mehr benötigen. Vorausgesetzt, er lebt die ganze Zeit neben Menschen. Glücklicherweise sind solche Pilze nicht unsere Nachbarn. Eine weitere Barriere gegen Infektionen ist die Temperatur. Parasitäre Pilze wählen Insekten, weil sie sich genau an deren Temperatur angepasst haben, die sich von der der Menschen unterscheidet. In unseren Körpern können solche Organismen einfach nicht überleben. Aber nicht alle. Einige gefährliche Pilzkrankheiten infizieren Menschen und Wissenschaftler können nichts dagegen tun. Zum Beispiel entdeckten Ärzte im Jahr 2009 bei Aoi einer Frau in Japan einen unbekannten Pilz. Anschließend begann dieser Parasit in vielen anderen Ländern, einschließlich dem Vereinigten Königreich und den USA, aufzutauchen. Wissenschaftler wissen nicht, woher er kommt und wissen nicht, wie man ihn zerstört. Ärzte arbeiten an einem Heilmittel, haben aber noch kein wirkungsvolles Medikament entwickelt. Glücklicherweise verbreitet sich der Pilz nicht schnell und spezielle Dienste kontrollieren die Infektionsherde. Darüber hinaus verwandeln solche Parasiten eine Person nicht in einen Zombie. Der Hauptgrund, Pilze nicht zu fürchten, ist, dass sie sehr sensible und zerbrechliche Organismen sind. Sie reagieren auf jede Veränderung in der Umwelt. Eine Abkühlung oder Erwärmung um ein paar Grad kann Kolonien dieser Parasiten zerstören. Die meisten Pilze mögen Kälte und der menschliche Körper ist für sie zu heiß. Daher sind sie nicht an uns interessiert. Es gibt so viele Brutstätten um uns herum. Warum sollten sie also Menschen infizieren? Nehmen wir an, die Temperatur auf der ganzen Welt ist um mehrere Grade gestiegen und Pilze haben sich entwickelt, um sich diesen neuen Bedingungen anzupassen. Dann könnten Ameisen, Fliegen und andere Insekten eine Immunität gegen den Pilz entwickeln. Wenn der Parasit in den Körper eines Insekts gelangt, greifen dessen Immunzellen den unerwünschten Gast sofort an. In diesem Fall würden die Pilze versuchen, einen neuen Träger zu finden. Einen Menschen. Nehmen wir mal an, infizierte Personen verlieren den Verstand und klettern auf die Dächer ihrer Häuser, um Sporen zu versprühen. Was würde die Menschheit tun? Wir würden nicht zulassen, dass infizierte Personen an hohe Orte gelangen und würden infizierte Bereiche isolieren, um sie unter Quarantäne zu stellen. Chaos würde ausbrechen, weil gewöhnliche Menschen in Panik geraten und das Gesetz brechen würden. Aber früher oder später wäre die Menschheit in der Lage, die Bedrohung zu beseitigen. Wissenschaftler würden eine wirksame Medizin entwickeln, die den Parasiten besiegen würde. Oder wir würden spezielle Pillen einnehmen, um unsere Körpertemperatur zu senken. Parasitäre Pilze, empfindlich gegenüber den geringsten Temperaturveränderungen, könnten in unseren Körpern nicht überleben. Eine andere Sache wäre es, wenn die Infizierten aggressiv wären und schnell laufen könnten. Dann hätten wir große Probleme. Im schlimmsten Fall würde uns die Natur helfen. Früher oder später würden Organismen auftreten, die Parasiten zerstören könnten. Betrachten Sie die Reiche von Insekten, Tieren und Fischen. Sie sind perfekt ausgeglichen. Es gibt keine Arten, die ihre Umgebung vollständig dominieren. Auf jeden Fall handelt es sich hier um unwahrscheinliche Hypothesen. Pilze können die Gesundheit eines Menschen schädigen, aber nicht seinen Verstand. Aber selbst wenn eine Infektionsgefahr besteht, warum dauert es so lange, das Heilmittel zu erschaffen? Im Gegensatz zu anderen Krankheiten und gefährlichen Bakterien sind Pilze nicht so weit verbreitet. Die Entwicklung eines Heilmittels erfordert viel Investition. Niemand wird Geld für Medizin ausgeben, bis Pilze wirklich eine Bedrohung für uns darstellen. Lasst uns alle hoffen, dass das nicht passiert. Wir haben uns gerade erst von den jüngsten Ereignissen erholt.